Herzlich willkommen zu unserer Session hier im APH. Das Thema, würde ich so sagen, sind jetzt WebGIS-Systeme in verschiedener Ausprägung. Als ersten Vortragenden haben wir Jörg Thompson, der über GIS-Info-Service sprechen wird. Ja, viel Spaß dabei. Ja, danke schön. Ich freue mich, dass so viele da sind, habe ich gar nicht mit gerechnet. Sogar die Empore ist ein wenig besetzt, sehe ich von hier unten aus. Ich möchte ein wenig das Projekt GIS Info Service vorstellen, mit so ein paar technischen Besonderheiten am Ende noch. Aber erstmal so eine kleine Einführung, was ist es überhaupt, worum geht es überhaupt? Man sieht hier am Titelbild ja schon ein bisschen was mit Kiessteinbrüchen und Kiesgruben und so weiter. Es geht also um die Bergbauindustrie in diesem Sinne oder um die Rohstoffindustrie. Das Projekt ist ein Online-Informationssystem der Rohstoffverbände, wird auch von denen mitfinanziert und zusammen mit denen entwickelt und wird den Mitgliedern der verschiedenen Verbände dann auch zur Verfügung gestellt. Ist halt ein WebGIS, das heißt von überall nutzbar, wie man das heute so kennt. Und erstmal ein einfaches oder ein reines Auskunftssystem. Das heißt, man kann sich da einloggen, wenn man einen Account hat, wenn man darf, und kann alle möglichen Daten in Form von Karten sehen. Also wir haben da aus allen 16 Bundesländern alles, was wir an WMS-Diensten, freien, zugänglichen Daten und auch nutzerbeschränkten Zugängen kriegen konnten, eingebunden, was die Rohstoffindustrie so interessiert. Natürlich angefangen von Geologie, Bodenkarten, Schutzgebiete, Katasterkarten und so weiter und so fort. Insgesamt haben wir ungefähr, also ich weiß gar nicht, 400, 450 verschiedene WMS da konfiguriert in dem Gesamtsystem. Und außerdem kann natürlich jeder Benutzer oder jede Firma, die da Zugang hat und das System nutzt, auch noch eigene Daten einspielen, die entweder schon als WMS zur Verfügung stehen oder auch uns sagen, wir brauchen hier noch die Luftbilder, wir haben gerade eine Befliegung gemacht, das mit den Drohnen ist ja seit einiger Zeit sehr in, also da kriege ich schon öfter mal irgendwie 1-2 Gigabyte Luftbilder geschickt und soll dann da ein WMS draus machen und die einbinden. Also wir haben insgesamt viele Karten drin in dem System. Die allermeisten Karten sind für alle Nutzer gleich und jeder Nutzer hat dann immer noch seinen eigenen Abschnitt mit den individuellen Daten, die natürlich auch, weil es ja Firmendaten sind und entsprechend auch einen Wert haben, nur der richtige Nutzer sehen darf und die dürfen nicht für alle zur Verfügung gestellt werden. Dann gibt es noch eine Grundstücksverwaltung. Da steht unten, Grundstücksverwaltung ist möglich. Produktname ist dann da das Grundstücksmodul. Da werde ich hier heute nicht weiter drauf eingehen, außer vielleicht jetzt kurz zu sagen, das ist halt noch eine gesonderte Verwaltung, die sitzt ein bisschen, ist zwar integriert in das WebGIS, aber ist ein extra Modul mit sehr vielen Formularen, wo die Firmen verwalten können, welche Grundstücke haben sie gepachtet, wann gekauft, wann verkauft und so weiter und so fort. Ist aber eigentlich eher so ein reines eine Sachdatenverwaltung, natürlich mit einer Verknüpfung auch zum WebGIS, wo man dann gucken kann, wo liegt dieses Grundstück eigentlich, das ich gerade bearbeite. Kleine Übersichtskarte, die verschiedenen Verbände und dann die verschiedenen Werke, die in dem System auch benutzt werden und sichtbar sind von den einzelnen Mitgliedern und Nutzern. Und hier nochmal eine kleine Folie, was so alles drin ist. Aktuell rund 400 Dienste, das ändert sich natürlich auch ständig, von mehr als 40 Behörden in Bund und Ländern. Das wissen wir auch alle, ist es nicht ganz so einfach mit den Kartendiensten, weil wir nicht für alles eine zentrale Stelle haben, wo sie herkommen, sondern ganz viele verschiedene Stellen, nicht nur für jedes Bundesland eine, sondern für jedes Bundesland viele. Jede Behörde hat einen eigenen WMS-Dienst, hat eigene Besonderheiten, was die Zugänge angeht, vielleicht auch noch ein paar technische Besonderheiten, wo man gucken muss, warum läuft das jetzt bei dem gerade nicht und wo ist da der Haken, was muss man anpassen. Da steckt schon auch sehr viel Verwaltungsarbeit dahinter, dieses System immer aktuell zu halten und die Dienste so einzubinden, dass sie auch wirklich bei allen Nutzern dann funktionieren.
Das ganze System, wen wundert's, wenn oben links Wehrgrupp steht, basiert auf MapBender. Wir haben jetzt gerade eine Umstellung gemacht, das ist ein recht altes Projekt, lief lange mit MapBender 2 und wir haben das jetzt gerade umgestellt auf den aktuellen MapBender, das ist jetzt auch produktiv geschaltet, damit das ein bisschen moderner ist. Dann gibt es eine allgemeine Startseite, die kann sich auch jeder von Ihnen angucken, www.gisinfoservice.de. Sieht so aus, kann man ein paar Informationen kommen, sich ein bisschen durchlesen nochmal, was steckt da eigentlich dahinter, da stehen jetzt keine technischen Informationen drin zum Geoinformationssystem oder zum WebGIS, weil das eben die Seite von dem Rohstoffverband ist und das sind dann eher so die Inhalte, die fachlichen Inhalte der Industrie, sag ich mal. Aber es gibt eben auch den Link da oben in der Mitte zu den Demo-Anwendungen, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das mittlerweile, am Montag war es noch nicht so, auf die MapBender 3 Anwendung verlinkt oder ob man, wenn man jetzt reinguckt, noch die alte Anwendung sieht. Aber das sollte dann auch in wenigen Tagen spätestens erledigt sein, dass man da ein Demo von den aktuellen Versionen sich angucken kann. Gut, Standard-MapBender-Anwendung zum großen Teil. Ein paar Besonderheiten haben wir eingebaut, auf die gehe ich dann auch nochmal ein. Mit einem eigenen Design, oben das eigene Logo. Und ich habe jetzt mal, um einfach zu zeigen, was wir da für Funktionalitäten drin haben. Ich weiß nicht, ob dann alle schon den MapBender kennen. Ich mache das einfach nochmal im Schnelldurchlauf, quasi aus der Präsentation für die Schulungen, die wir dann auch für die Mitglieder geben, wenn sie was benutzen wollen. Dass ich mal ein paar Folien zeige, was haben wir eingebaut. Wir haben natürlich diesen Layer-Tree, den man ein- und ausklappen kann. Es gibt eine Menüleiste mit verschiedenen einzelnen Funktionen und dann noch die Werkzeugleiste, wo sich wieder verschiedene weitere Sachen verbergen. Die kommen jetzt auch noch mal im Detail. Oben links haben wir eine Ortsuche eingebaut, wo man beliebige Orte in der Bundesrepublik suchen kann. Also da die meisten Leute nur in der Bundesrepublik unterwegs sind, haben wir das darauf eingeschränkt. Wir haben diesen Google Maps-artigen Background-Switcher, Hintergrundwechsler, mit eingebaut, sodass man unabhängig vom Layer-Tree auf der linken Seite sagen kann, ich möchte jetzt mal die farbige Hintergrundkarte vom webatlas.de oder die in Graustufen oder ich möchte Luftbilder angezeigt kriegen oder eben auch ganz unten die Möglichkeit, zeigt mir gar keine Hintergrundkarte an, sodass ich meine Fachdaten ordentlich sehen kann und dann nicht durch irgendwelche Straßen oder Siedlungen, die mich nicht interessieren, weil sie sowieso bald weggebackert werden, meine Daten mir angucken kann. Dann haben wir im Layer Tree die ganzen Standardfunktionen mit drin gelassen. Da kann man dann noch, wenn man rechts auf dieses Burger-Menü geht, das ausklappen, kann sagen, dieser Layer soll jetzt mal mehr Transparenz oder weniger Transparenz haben. Man kann mit der Lupe zum Layer zoomen und man kann über dieses kleine Infoblättchen da sich die Metadaten zu dem Dienst anzeigen lassen, wo kommt er eigentlich her. Je nachdem, was drinsteht in den Metadaten, sieht man dann eben auch, wie aktuell die Daten sind, die angezeigt werden und so weiter. Aber das liegt natürlich nicht in unserer Hand, sondern immer am jeweiligen Diensteanbieter, was der damit an Metadaten zur Verfügung stellt für seine Dienste und natürlich auch, wie aktuell die Metadaten gehalten werden. Wir haben einen Druck drin, das funktioniert mit MapBender mit diesem Druckrahmen, den man in der Karte platzieren kann, den man drehen kann, wenn man vielleicht was Schräges ausdrucken möchte, um das auf sein DIN A4-Blatt zu kriegen oder DIN A3-Blatt, kann das in der Karte verschieben. Und noch ein paar weitere Informationen mit da angeben, was ist der Titel für meine Karte, Kommentar und so weiter. Und kann das dann als PDF sich runterladen lassen oder es wird dann als PDF halt automatisch angeboten, wenn man unten auf Drucken klickt. Wir haben ein Zeichenwerkzeug mit reingenommen, das gibt es auch schon als Standardmodul im MapBender, die Redlining-Funktion, wer das kennt. Das heißt, ich kann mir Skizzen in der Karte machen, kann da Polygone zeichnen, Linien zeichnen, kann Texte setzen, so wie das hier auch mit dem Verpachtet gemacht wurde. Das Zeichnen ist halt keine Digitizer-Funktion, sondern nur eine Zeichenfunktion. Das heißt, wenn ich den Browser schließe, dann sind die Daten auch alle wieder weg.
was nicht allen Nutzern gefallen hatte von dem System und auch in der alten Version gab es dann schon die Variante, dass man das, was man hier in der Karte gezeichnet hat, herunterladen konnte. Das wird dann als GeoJSON lokal gespeichert auf der Festplatte, einfach als Download und kann das dann weitergeben, kann das Kollegen geben oder weiter im lokalen GIS benutzen und sich da nochmal anzeigen lassen. Und man kann auch, wenn man einmal was gespeichert hat von so einer Skizze, das mit der Upload-Funktion wieder hochladen, wenn man die Anwendung wieder aufmacht. Wäre natürlich eigentlich eine, für uns GIS-Fachleute, sag ich mal, eine klassische Sache, wo man sagen würde, ja, sollte man vielleicht eher den Digitizer nehmen, das ist sinnvoller, dann kann ich es mal wieder dazuladen, dann bleibt es auf dem Server gespeichert und so weiter. Aber ich sag mal so, die Nutzer von dem GIS-Info-Service haben eine große Spannbreite, was das Fachwissen angeht. Also es gibt eine ganze Menge Leute, die wissen schon, was ein GIS ist und haben lokal bei sich auch ein Geoinformationssystem installiert. Das ist mittlerweile auch sehr oft schon ein QGIS. Aber es gibt eben auch viele Leute, die wollen das gar nicht wissen, die haben da gar keine Zeit für, sich damit zu beschäftigen und die wollen einfach nur was haben, wo sie Karten angucken können und mal irgendwas malen können. Und für sowas wäre dann so eine Digitalisierungsfunktion schon etwas zu komplex gewesen. Deswegen haben wir das dann darüber auch gelöst. So, okay, ein Feature-Info haben wir auch drin, das ist vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Eine Streckenmessung, Flächen können wir messen in dem System, auch die Standardfunktion von dem Mapbender. Den Bildexport haben wir auch aktiviert und konfiguriert für die Anwendungen. Hier noch auch noch eine Besonderheit, eine kleine Erweiterung, dass ich zum einen das Bildformat auswählen kann, also die Bildexportfunktion vom Mapbender exportiert immer das aktuelle Kartenbild als Rasterdatei, ohne irgendwelche Rahmen- und Legendenangaben. Und hier kann man jetzt noch zusätzlich eben das Dateiformat auswählen und kann auch sagen, ich möchte das georeferenziert haben. Das heißt, ich habe dann nicht nur ein PNG, sondern habe zu dem PNG auch noch eine Word-Datei dazu geliefert, sodass ich das dann eben auch in meinen GIS laden kann, was so nach meiner Erfahrung im Support dann auch gerne genutzt wird, dass die Leute ein Luftbild nehmen, irgendwas mit der Skizzierfunktion reinzeichnen, Texte machen und so weiter. Und das dann bei sich im GIS-Lokal wieder weiter benutzen. Wir können externe oder zusätzliche Webmap-Services hinzuladen, die temporär genutzt werden. Das sind so die Grundfunktionen, die dargestellt werden. Jetzt komme ich noch zu ein paar Besonderheiten oder weiteren Besonderheiten, die wir in dem Projekt entwickelt haben, entwickeln mussten. Etwas Grundlage dazu, ich hatte schon gesagt, wir haben ungefähr 400 WMS konfiguriert. Jeder Nutzer hat noch einen eigenen Bereich mit eigenen Kartendiensten, die angezeigt werden können, die andere Nutzer nicht sehen dürfen. Und wer Mapbender kennt, weiß, dass wir bei Mapbender je Anwendung nur einen Layer Tree konfigurieren können. Das ist ja auch irgendwie logisch. Wir bräuchten also rein theoretisch, wenn wir 16 Anwendungen haben für jedes Bundesland und für jedes Bundesland 10, 15, 20, 30 verschiedene Nutzer, die noch ihre eigene Daten mit reinhaben wollten, müssten wir eben 300 bis 400 Mapbender-Anwendungen konfigurieren und die immer auch irgendwie aktuell halten, was natürlich ein Wahnsinnsaufwand wäre, einfach mit durchklicken und dann hier wieder, wenn Kartendienst nicht passt, das anpassen und so weiter. Deswegen haben wir hier eine andere Lösung für entwickelt. Das hätte ich schon mal vorher durchklicken können, dann hättet ihr das alle mitlesen können. Also wir haben sehr viele Anwender und Nutzer dabei und die Lösung ist eben, um nicht ganz viele verschiedene Anwendungen konfigurieren zu müssen, wir haben je Bundesland eine Standardanwendung gemacht und nach dem Login anhand des Nutzernamens und des Passwortes wird eben der Benutzer identifiziert und dann wird dieser zusätzliche Abschnitt, das zusätzliche Layerset im Layer-Tree mit hinzugeladen, sodass wir also da eine hohe Individualisierung haben, ohne ganz, ganz viele verschiedene Anwendungen im Vorfeld oder im Vorfeld verwalten zu müssen und anlegen zu müssen. Dann noch eine Sache, wir haben viele Anwender, habe ich schon gesagt, wir haben auch viele verschiedene Anwender, was die Technik angeht. So eine kleine Skizze sieht das
theoretisch aus. Wir haben halt links die ganzen Dienste, die von extern eingebunden werden. Wir haben oben in der Mitte den zentralen GIS-Info-Service-Server, der bei einem Hoster steht, wo wir auch den Vollzugriff haben und unsere Verwaltung drauf machen. Und wo die meisten Kunden auch aufgeschaltet sind und ihre Logins haben. Es gibt aber dann auch noch einen ganzen Stapel von Nutzern, die haben eigene Server. Die sind entweder woanders gehostet oder bei demselben Hoster oder viele auch, die haben den kompletten GIS-Info-Service-Server bei sich im Intranet stehen, hinter einer Firewall, damit das nochmal abgesichert ist, weil da noch andere Daten drauf liegen und so weiter und so fort. Das ist jetzt einer. Im Prinzip sind das aber, also in der Praxis sind das halt eine ganze Menge verschiedene Kunden, die wir da haben. Das heißt, wir haben 6 oder mehr Installationen von der gesamten Anwendung. Jeder Mapbender braucht eine Konfigurationsdatenbank, in der alles gespeichert ist. Bei den, bei der GUI vom Mapbender selber habe ich jetzt einen Infobutton, kann ich was ausdrucken und so weiter. Ist das alles wenig problematisch, das wird einmal gemacht und dann ausgeliefert. Bei dem Layer Tree wird das halt ein bisschen komplizierter. Sie können sich vorstellen, wenn auf 10 verschiedenen Servern ein WMS eingebunden ist, wo sich dann die Adresse ändert oder wo ein Layer auf einmal anders heißt oder nicht mehr verfügbar ist, dann haben wir halt viele verschiedene Server, auf denen wir das nachführen müssen. Ich überspringe mal die ersten beiden Punkte, weil ich gerade schon die ersten Hinweise auf meine Zeit gesehen habe. Die waren auch jetzt nicht ganz so interessant aus meiner Sicht. Interessant ist eben, wie kommen wir mit diesen ganzen Layersets hin? Also 400 WMS, die auf 6 oder mehr Server verteilt werden müssen, aktuell gehalten werden müssen. Die Lösung ist, dass wir quasi einen zentralen Server haben. Das ist unser eigener GIS-Info-Service-Server, der eben oben zu sehen war in der Skizze, und da werden die ganzen Layer und WMS verwaltet, in Layersets gruppiert, eingestellt, welcher Layer ist in der Anwendung sichtbar, welcher Layer ist eingeschaltet, wenn ich die Anwendung aufrufe, welcher Layer ist ausgeschaltet, wo darf ich ein Feature-Info-Abfrage machen und so weiter und so fort. Und die Lösung davon, dass wir eben uns jetzt nicht durch 6 oder mehr verschiedene Server klicken müssen, klingt erstmal relativ einfach, ist nämlich, dass wir aus der zentralen Mapbender-Konfiguration die gesamte Layerset-Konfiguration als YAML exportieren, das in den geschützten Download-Bereich stellen, das passiert einmal pro Tag, wird automatisch gemacht, nachts per Cronjob, und eine Stunde später oder eine halbe Stunde später oder 2 Stunden später holen sich dann die ganzen anderen Server, die wir installiert haben, diese Layerset-YAML wieder ab aus dem Download-Bereich und importieren das in ihre lokal installierte Datenbank Mapbender-Anwendung. Ich habe gesagt, das ist klingt erstmal relativ einfach, habe hier Datenbank, mache einen YAML-Export und so weiter, hat aber durchaus natürlich auch wieder ein paar Probleme, Hürden, die man so erstmal nicht sieht als Mapbender-Anwender oder als Berater, so wie ich einer bin, wo dann die Mapbender-Entwickler dann sagen, ja, aber bedenke mal und das geht nicht so einfach und hier ist noch ein Problem und so weiter und so fort. Deswegen auch meine abschließende Frage, die ich mir mal gerade selbst stelle, weil sie vielleicht kommt, kann ich das auch haben, also diese Layerset-Verteilung oder den Druck, den Download von georeferenzierten Daten und so weiter und so fort. Die Antwort ist prinzipiell ja, aber es ist halt im Moment alles noch eine sehr individuelle Lösung, die speziell auf dieses Projekt zugeschnitten ist. Wir können sehen, was geht. Wir haben schon angefangen, wir wissen, was zu tun ist. Wir wissen aber auch, dass es immer noch Sachen zu erledigen gibt. Der Programmcode ist noch so anzupassen, dass es auch eine generische Lösung für Mapbender wird. Und bei den Funktionen aus diesem Projekt, wie auch bei allen anderen Mapbender-Entwicklungen, die von Kunden angestoßen werden, ist es halt so, dass wir das einmal entwickeln, weil der Kunde will es ja haben, aber dann das schon nochmal irgendwas, Summe X, bezahlt haben müssen, um das dann auch so weiterentwickeln zu können, dass wir das guten Gewissens generisch bereitstellen können, dass alle die Funktion nutzen können. Und da haben wir halt auch eine ganze Menge von diesen Erweiterungen, sag ich mal, in einer Schublade liegen oder im Repository liegen, die kundenspezifisch sind. Das heißt, wenn Sie mal irgendwas brauchen, wenn Ihnen irgendwas fehlt,
und Sie sehen, das gibt es nicht, nicht verzweifeln oder woanders hinwechseln, sondern einfach mal fragen, anrufen, eine Mail schreiben, auch wenn Sie keinen Supportvertrag haben, mir fehlt diese Funktion, vielleicht lässt sich da ja was machen, weil wir es schon haben, weil es dann gar nicht so teuer ist, wie wenn wir es das erste Mal entwickeln wollten. Ja, den Kontakt zu uns nicht scheuen, wir sind alle ganz freundlich. Vielen Dank. Ja, recht herzlichen Dank für den Vortrag. Dann möchte ich die Anregung gleich aufgreifen. Gibt es denn jetzt Fragen, die nicht per Mail gestellt werden müssen, sondern direkt kommen können? Ah, hier vorne, ja. Achso. Vielleicht könnte man den Spieß an der Stelle ja mal umdrehen. Vielleicht könnt ihr ja mal eine Liste veröffentlichen, was möglich wäre. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen interessant oder man kriegt halt eine Idee, was man noch einsetzen kann. Das ist ein guter Hinweis. Ich schätze mal, das wurde auch schon das ein oder andere Mal diskutiert und ist dann wieder wegen anderer Sachen hängen geblieben, aber ja. Das kann ich gerne nochmal aufnehmen und weitergeben. Es geht ja erstmal nur um eine Liste mit Features. Ja. Mich würde zum Beispiel mal interessieren, wenn Sie Luftbilder haben oder auch Karten hinterlegt haben, ist das ein Dienst oder liegen die Daten direkt bei Ihnen? Und dazu dann, wenn Sie das ausdrucken wollen, bis zu welcher Größe können Sie das drucken? Können Sie das ausgeben bis A1, A0 oder ist das beschränkt dann auf A3? Also wir haben zum Beispiel Schwierigkeiten, A2 oder A1 als Luftbild auszudrucken, weil dann einfach die Datenmenge zu groß wird, in den PDF zu bringen. Aus dem Desktop-GIS ist das kein Problem, aber aus solchen Webanwendungen meistens ein Problem. Zur ersten Frage, die Daten liegen auf unserem Server, aber werden halt als Webmap-Service eingebunden und sind auch für den Druck als WMS eingebunden, weil das halt die Methode ist, mit der der Mapbender arbeitet und das PDF erstellt. Generell kann man die Größe der auszudruckenden Dateien frei konfigurieren bei Mapbender. Es gibt auch Kunden, die machen das bis zu A0. Es funktioniert auch, es dauert halt sehr, sehr lange, bis ein Ergebnis zurückkommt und manchmal dauert es für eine Webanwendung einfach zu lange, weil dann Session ablaufen oder der Benutzer die Geduld verliert. Also es geht auch nicht immer bei den großen Datenmengen. Da haben wir jetzt nicht die perfekte Lösung, aber vielleicht auch da noch sowas aus der Schublade, was wir schon gemacht haben für Einzelkunden, was aber eben auch noch nicht so richtig fertig ist, dass man es generisch anbieten kann, ist so eine Print-Queue, die wir eingerichtet haben. Das heißt, man schmeißt einen Druck an, sagt, das möchte ich ausgedruckt haben, kann dann weiterarbeiten, kann seine Anwendung schließen, den Browser zumachen, nach Hause gehen, Kaffee trinken gehen. Und wenn das PDF für den Ausdruck fertig ist, dann wird es auf dem Server abgelegt, der Benutzer kriegt eine Mail, kannst du jetzt abholen. Also wir haben sowas auch schon mal gemacht, müsste aber eben auch noch ein bisschen Arbeit reingesteckt werden, dass das generisch benutzt werden kann für Mapbender. Also Sie sehen, einfach mal fragen, das hilft weiter. Wir haben da immer vieles, was wir wissen, wurde schon mal irgendwo gemacht. Aber trotzdem, das mit der Liste gebe ich auch nochmal weiter. Ich habe jetzt keine weiteren Fragen registriert. Falls dem so ist, dann bedanke ich mich nochmal im Namen von uns allen recht herzlich für den Vortrag. Und wir machen dann um 11:40 Uhr weiter mit Till Adams und Shungun. Danke.